Insgesamt aber ist die deutsche Volkswirtschaft in einer soliden Verfassung. Ich hatte das schon erwähnt. Deutschland hat sich vom kranken Mann zur europäischen Konjunkturlokomotive entwickelt. Und ich möchte mit Ihnen vielleicht ganz kurz diskutieren, was da die Gründe sind. Die Gründe, im Wesentlichen sind das drei Gründe. Denn das erstaunt ja schon, dass Deutschland sozusagen vom Wachstumsschlusslicht jetzt zum Wachstumsvorreiter in Europa geworden ist. Und die Gründe sind eigentlich ziemlich klar. Die Gründe liegen einerseits in den Unternehmen, denn die Unternehmen haben diese Schwächephase des Wachstums 1995 bis 2005 genutzt, um zu restrukturieren, um Innovationen zu tätigen und um sich für den internationalen Wettbewerb gut aufzustellen. Das ist ja auch gelungen. Schauen Sie sich an die günstige Exportentwicklung in den letzten Jahren. Deutschland war 6 Jahre in Folge Exportweltmeister, wenn man die Dienstleistung ausklammert und nur die Warenexporte nimmt. Der zweite Grund, und der ist mindestens genauso wichtig, ist der, dass wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern des Euroraums eine moderate Tarifpolitik hatten. Die Lohnsteigerungen in den letzten Jahren sind, insbesondere auch in der chemischen Industrie, die IGBCE hat eine sehr moderate Tarifpolitik betrieben. Die Lohnsteigerungen sind hinter der Produktivitätsentwicklung zurückgeblieben, während in vielen anderen Ländern, die jetzt in der Krise sind, Griechenland, Irland, Portugal, Spanien, auch Italien, die Löhne über die Produktivitätsentwicklung hinausgegangen sind. Und das hat folgenden Effekt. Die Löhne, die Steigerungsrate für die Löhne treibt natürlich mit die Inflationsrate. Wenn in einem Land die Tariflohnsteigerungen, die Lohnsteigerungen moderater sind als in einem anderen Land, ist die Inflationsrate moderater. Das war auch so in Deutschland in den letzten Jahren. Und das hat folgenden Effekt. Der Wechselkurs innerhalb des Euroraums ist ja fixiert. Eine einheitliche Währung ist ja ein fester Wechselkurs. Wenn dann die Inflationsraten, also so dass nicht abgewertet werden kann und nicht aufgewertet werden kann, nominal. Wenn aber die Inflationsraten unterschiedlich sind, dann wertet das Land mit der geringeren Inflationsrate real, also preisbereinigt, ab. Deutschland hat eine geringere Inflationsrate gehabt, also haben wir real effektiv abgewertet und dadurch ebenfalls an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen. Die Länder, die hohe Inflationsraten haben, haben real effektiv aufgewertet und sind dadurch weniger wettbewerbsfähig geworden. Und das ist genau der Fall für Griechenland, für die Krisenländer jetzt, für Griechenland, Portugal, Spanien, Italien und so weiter und so fort. Und der dritte Punkt, den man auch mal in Erinnerung rufen sollte, ist, dass Deutschland in den letzten Jahren durchaus bemerkenswerte wirtschaftspolitische Reformen durchgeführt hat. Reformen, die sie in anderen Ländern so vergeben suchen.